Es kam mal ein Mann zu mir vor vielen Jahren und er hatte starke Kreuzschmerzen. Und ich fand eine Emotion, die eingeschlossen war, das war die Wut. 20 Jahre vorher wurde diese Emotion eingeschlossen und das war ein Ereignis, wo er sehr wütend war. Und wir haben die Emotion gelöst und der Schmerz ging von 9 auf 0. Und für ihn war das wie ein Wunder und ich war dankbar, dass es so gut funktioniert hatte. Aber er kam ein paar Tage später wieder zurück und sagte, Dr. Nelson, meinem Rücken geht es gut, ich kann es noch immer nicht glauben, aber als ich hier reinkam, hatte ich ein anderes Problem, über das ich nicht gesprochen habe. Solange ich mich erinnern kann, war ich so ein Wutmensch, ein sehr wütender Mensch und ich schreie meine Familie immer an und ich muss aufpassen beim Autofahren, wenn ich wütend bin. Und er sagte, seit diese Emotion weg ist von mir, fühle ich mich nicht mehr wütend. Ich fühle mich ganz entspannt, ganz friedvoll. Wie hat das funktioniert? Und ich sagte, ich weiß nicht. Aber was eine eingeschlossene Emotion ist halt ein kleiner Energieball und der verzerrt das normale Energiefeld des Körpers. Und wenn das passiert, wenn das lange genug passiert, dann erlebt man körperliche Schmerzen oder andere Symptome. Was noch passiert ist mit diesen eingefangenen Emotionen, ist, also in einer Situation in seinem Leben, wo er wütend war in seinem Leben, ist er sofort auch in dieses Gefühl eingetaucht und jetzt buchstäblich einen Teil seines Körpers diese Schwingung gespürt hat, ununterbrochen und rund um die Uhr. Und wenn wir emotionale Lasten so entfernen, dann verändert das ganze Energiefeld des Körpers und ganz andere Emotionen sind vorherrschend. Und diese Selbstsabotageprogramme und die Essstörungen, egal was es ist, das geht weg, wenn diese Emotionen aufgelöst werden. Und auch andere Dinge werden häufig mitverbessert. Jeder Krankheitsprozess, den wir jetzt gesehen haben in 30 Jahren, und wir haben 5000 zertifizierte Practitioner, die Emotionen vom Emotion Code, und sie berichten alle das Gleiche. Jeder Krankheitsprozess hat eine emotionale Komponente. Und wenn man diese emotionale Komponente auflösen kann, dann reicht das oft schon aus, damit der Körper von selbst heilt. Der Körper heilt dann sozusagen von selbst, wenn die Emotion losgelöst ist. Und es sind also nicht die Medikamente, die dich heilen, sondern es ist wirklich buchstäblich der eigene Körper, der zur Heilung beiträgt. Hat dir dieses Video gefallen? Gib uns ein Zeichen und lasse einen Daumen nach oben da. Bist du interessiert an weiteren solchen kostenlosen Videos? Dann abonniere unbedingt unseren Kanal und drücke die Benachrichtigungsglocke, denn nur so stellst du sicher, dass du kein weiteres Video verpasst. Danke dir und bis zum nächsten Video.